Können direkt also nochmal machen, weil ich das so blöd umgeklappt habe. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Fireflies mein Lieblingssong. Fireflies hat, der geht einfach nach vorne. Also wenn ich an die Strophe denke, sind dabei irgendwie irgendwas Foo Fighter mäßigem, geht in einem relativ starken Refrain mit Ohrwurm Charakter. Jascha ist damals reingekommen mit einem zweistimmigen Strophenriff, war ziemlich catchy, war ganz gut, ging dann in irgendeinem Kings of Leon mäßigen Refrain, war ganz okay, fehlte aber noch das gewisse Etwas. Ja, also wir haben noch ein bisschen mehr Eier gebraucht. Wir haben daran gearbeitet, haben ein bisschen umgestaltet, so beim gemeinsamen Zocken ist er dann ein bisschen aggressiver geworden und gerade die Bridge steigert sich langsam in etwas total Explosionsartiges und das überzeugt mich sofort. Und immer wenn wir den live spielen, wenn wir den im Proberaum spielen, pumpt er mich komplett auf. Ich glaube, die Jungs sehen es mir sofort an. Unterm Strich ist es die Vielseitigkeit, die das Album ausmacht. Wir haben uns in allen Bereichen entwickelt. Die Songs, die in die härtere Schiene gehen, die sind deutlich reifer geworden. Die Balladen, die sind noch, haben mehr Melodie. Jeder hat seine Einflüsse besser mit eingebracht. Diese Zeit, die wir uns diesmal genommen haben, hört man im Resultat. Und darauf sind wir unfassbar stolz, dieses Werk jetzt nach 6 Jahren Produktion auf eine CD zu bringen. 25.04. unser neues Album Decade. Wir sind unfassbar stolz, es euch zeigen zu dürfen. Live im Grammatikhof. Es wird laut. Es wird laut. Es wird laut.